Sichtbar ist ein Online-Whiteboard, auf dem du alleine oder gemeinsam mit anderen Inhalte erstellen, teilen und speichern kannst. Dabei könnt ihr euch per Text, Video oder Audio-Chat miteinander austauschen und so kollaborativ Wissen teilen und erarbeiten. In diesem Tutorial lernst du die wichtigsten Funktionen von BitPaper kennen. Öffne deinen bevorzugten Internetbrowser und gib BitPaper in die Suchleiste ein. Alternativ kannst du auch den eingeblendeten Link in die Adresszeile eingeben, um direkt zur gewünschten Seite zu gelangen. Wenn du erstellte Inhalte speichern und verwalten möchtest, solltest du dich zunächst bei BitPaper registrieren. Die Anmeldung ist kostenfrei und funktioniert innerhalb kürzester Zeit. Du kannst aber auch ohne Registrierung Inhalte erstellen und dich erst einmal mit dem Aufbau und den Funktionen von BitPaper beschäftigen. Klicke dazu auf Create Paper und gib deinem Blatt einen Namen. Gerne kannst du dich durch die Anleitungen und Tipps von BitPaper selbst durchklicken. Falls du lieber mit diesem Video weiterlernen möchtest, schließe dieses Fenster. BitPaper beginnt ein neues Blatt immer mit einer weißen Seite und dem Stiftwerkzeug. Probiere doch gleich mal etwas zu schreiben. Durch Aktivieren des Lineals kannst du gerade Linien zeichnen. Die Linealfunktion kannst du auch aktivieren, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst. Farbe und Größe deines Stiftes sowie die Größe des Radiergummis kannst du auf dem linken Button aufrufen und variieren. Jetzt noch einmal eine Linie in anderer Farbe und Stärke mit gedrückter Shift-Taste. Hast du dich vermalt, findest du den Radiergummi neben dem Stiftwerkzeug. Wenn du einzelne Objekte bearbeiten willst, klicke auf das Auswahlwerkzeug in der Mitte und anschließend auf ein Objekt. Du kannst es verschieben oder über die Ecke mit dem Kreis rotieren. Halte die Shift-Taste während des Drehens gedrückt und du merkst, dass deine Auswahl nur in ganz bestimmten Winkeln einrastet. Über die anderen drei Ecken kannst du das Objekt frei transformieren. Durch das Gedrückthalten der Shift-Taste werden die ursprünglichen Proportionen beibehalten. Wähle ein Objekt aus und drücke die Backspace-Taste, um es zu löschen. Möchtest du mehrere Objekte gleichzeitig bewegen, drehen oder transformieren, kannst du diese einfach gemeinsam auswählen. Um das gesamte Blatt zu verschieben, klicke auf das Verschieben-Werkzeug. Du hast unbegrenzt Platz, solltest aber aufpassen, den Überblick nicht zu verlieren. Oftmals können dir Symbole beim Erstellen eines Tafelbildes behilflich sein. Damit du diese nicht von Hand zeichnen musst, gibt es ein Formenwerkzeug, bei dem standardmäßig der Pfeil eingestellt ist. Die Farbe und Dicke der Formen kannst du wieder über die Farbpalette anpassen. Hältst du die Shift-Taste beim Zeichnen gedrückt, rastet die Form wieder in bestimmten Winkeln ein. Klicke auf die beiden Pfeile, um Zugriff auf viele weitere Formen zu erhalten. Wenn du ausgefüllte Formen haben möchtest, musst du dieses Feld aktivieren. Genau wie alle anderen Objekte kannst du auch Formen verschieben, drehen und transformieren. Das letzte Werkzeug aus der unteren Leiste ist das Textwerkzeug, dessen Farbe du auch über die Farbpalette einstellen kannst. Wähle es aus und klicke auf eine beliebige Stelle, um ein Textfeld zu erzeugen. Natürlich kannst du deinen Text auch im Nachhinein bearbeiten. Verschiebe und skaliere den Text oder klicke auf Edit, um ihn zu verändern. Falls du einmal nicht zufrieden mit deiner Arbeit sein solltest, helfen dir die beiden Pfeile unten rechts. Mit dem oberen Pfeil kannst du Aktionen rückgängig machen und mit dem unteren Pfeil wiederholen. So kannst du quasi deinen Bearbeitungsverlauf vor- und zurückspulen. In der oberen rechten Ecke siehst du, dass gerade ein einziges Blatt existiert. Über die drei Punkte kannst du es löschen, ein neues Blatt hinzufügen oder das ausgewählte Blatt duplizieren. Das Duplizieren erzeugt ein neues Blatt, das identisch zu dem ausgewählten ist. Fügst du ein neues Blatt hinzu, so startest du wieder mit einer weißen Seite. Durch Klicken auf die Zahlen oder auf die Pfeile navigierst du zwischen den einzelnen Blättern. Nun zu den Buttons auf der linken Seite. Möchtest du Dateien wie Bilder oder PDF-Dokumente hochladen, benutze den oberen Button. Oft passen die Dateien von ihrer Größe nicht ins Bild, du kannst sie aber mit Hilfe des Auswahlwerkzeugs nach Belieben anpassen. Falls dir ein weißer Hintergrund zu langweilig ist, wähle den Hintergrund-Button aus. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Farben und kannst dir zur besseren Orientierung Linien einblenden lassen, deren Breite und Farbe du ebenfalls verändern kannst. Du siehst, dass die Veränderungen nur auf der aktuellen Seite vorgenommen wurden. Klicke auf Apply to all Pages, um diese Anpassung auf all deine Seiten anzuwenden.
Ein besonderes Feature von BitPaper ist die Kommunikation und Kollaboration, denn bisher arbeitest du ganz alleine auf deinem Blatt. Um weitere Personen einzuladen, klicke auf den Kollaborationsbutton, kopiere den angezeigten Link und schicke ihn an die gewünschten Personen. Dass diese den Link geöffnet haben, siehst du daran, dass nun weitere Stifte auf dem Blatt erscheinen. Alle Teilnehmer können mit deinen bisher erstellten Inhalten interagieren oder selbst neue Inhalte hinzufügen. Über den mittleren Button könnt ihr kommunizieren. Startet hierzu beispielsweise einen Textchat. Wenn alle Teilnehmer bei BitPaper registriert sind, könnt ihr euch sogar in einer Audio- und Videokonversation austauschen. Die alleine oder gemeinsam erarbeiteten Inhalte können über den untersten Button verwaltet werden. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, die Blätter als PDF-Datei zu exportieren oder in deinem BitPaper-Account zu speichern. Ordne deine Datei verschiedenen Tags zu, um sie zu kategorisieren und später leichter zu finden. Unter My Papers findest du schließlich alle erstellten und gespeicherten Dateien, die du hier nach den verschiedenen Tags filtern kannst. Geschafft! Du kennst nun die meisten und wichtigsten Funktionen von BitPaper. Viel Spaß beim Ausprobieren!